Leute stellen mir die Frage, was ich vom Leben erwarte. Eigentlich nicht viel, außer dass ich neben dir schlafe, ich weiß. Mönchengladbach, eine Stadt am Niederrhein. Dort leben derzeit mehr als 260.000 Menschen. Davon sind 17% unter 18 Jahre alt. Im nördlichen Teil Mönchengladbachs liegt Aiken, der Stadtteil, der jeher als sozialer Brennpunkt bezeichnet wurde. Doch Aiken befindet sich im Wandel. Dazu trägt die Arbeit von Inge Umbach, Leiterin des Jugendzentrums Treibhaus auf der Margaretenstraße, erheblich bei. Raubt mir leider tagtäglich den Schlaf in der Nacht. So liege ich wach, mein Atem flacht ab. Die grauen Tage haben zu lange keine Farbe gehabt. Schreib deinen Namen in den Himmel, dabei kenne ich ihn nicht. Ich nehm zum Lesen mein Herz und wie viel Bände. Frau Umbach, seit wann sind Sie in der Einrichtung tätig und was sind Ihre Beweggründe für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen? Ich mache schon ganz viele Jahre Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Ich war Erzieherin zuerst und dachte dann, ich wollte doch noch studieren, habe ich dann auch getan und bin jetzt hier seit 20 Jahren in dieser Einrichtung tätig. Ich denke, wir müssen in Kinder investieren. Die Arbeit mit Kindern macht mir ganz viel Freude und ich denke, dass da was gepflanzt werden kann, dass wir begleiten können, dass viel Freude aufkommt. Wie ist der Name Treibhaus zustande gekommen? Als ich vor vielen Jahren hier begonnen habe, hieß es Jugendetage. Und ich dachte, so ein Jugendzentrum, Jugendarbeit sollte vielleicht doch einen eigenen Namen haben. Wir haben hier intern einen kleinen Wettbewerb gestartet, auch das Logo entwickelt und dann haben wir abgestimmt und dann kam Treibhaus zustande. Dann habe ich einen Antrag gestellt ans Presbyterium, weil es ein öffentlicher Name dann ist, der dann auch an die Stadt weitergeleitet wird. Und es wurde genehmigt, weil hier wachsen junge Pflanzen auf und die werden geschützt vor Umwelteinflüssen, Hagel, zu viel Regen, Sturm und so weiter. Sie sollen wachsen und gedeihen. Und das in Schutzraum. Haben Sie einen großen Handlungsspielraum in Ihrer Tätigkeit und stehen genügend finanzielle Mittel zur Verfügung? Doch, ich muss die Frage ganz klar mit Ja beantworten. Auch inhaltlich werden mir keinerlei Steine in die Wege gelegt. Ein großer Schwerpunkt in der Arbeit ist Schulung der Ehrenamtlichen auf unterschiedlichen Schwerpunkten, Themen. Gewaltprävention, ganz wichtig, Umgang mit Konflikten, Streiten lernen. Ein respektvoller Umgang miteinander und das sind so Dinge, wo ich ganz viel auch Zeit investiere, Energie, Wochenendseminare, Projekte. Also die Arbeit setze ich nicht nur hier aus Kindergruppen zusammen und ein bisschen offener Jugendtreff, sondern Ferienaktionen, Jugendfreizeiten, ganz wichtig. 2 Wochen raus aus Mönchengladbach und gemeinsam Natur erleben, Gemeinschaft erfahren. Und der Träger lässt mir alle Freiräume, die ich brauche. Und es gibt einen gut funktionierenden Jugendausschuss hier bei uns in der Gemeinde, der sehr wohlwollend ist. Und ich denke, dass ich das, was mir am Herzen liegt, was ich gerne transportieren möchte, dass das möglich ist. Wie finden Kinder und Jugendliche den Weg ins Treibhaus? Hier in Aiken, in dem Stadtteil, in dem ich arbeite, gibt es überwiegend, ich sage auch ganz viele tagesobdachlose Kinder. Die kommen stellenweise direkt von der Schule aus hierher. Freunde sagen, komm doch mal mit, da ist es cool. Ferienaktionen sind sehr beliebt, wenn wir dann in Osterferien, Herbstferien, wie auch immer, ein tolles Programm machen. Und die Kinder bleiben dann oft, kommen dann regelmäßig einmal in der Woche zu den Gruppenstunden. Also eher so Mundpropaganda und Schulanfängergruppen. Also wenn ich weiß, dass im Kindergarten die Kinder entlassen werden, das sind oft so 15, 20, mache ich kleine Flyer und lade ein, dass sie sich einmal in der Woche vielleicht hier noch gemeinsam treffen können und gemeinsam noch ein kleines Stück des Weges gehen können. Welche Sorgen und Ängste beschäftigen die Kinder und Jugendlichen heutzutage? In der Jugendarbeit ist
Meine, da ich schon so lange in diesem Arbeitsfeld tätig bin, muss ich sagen, dass sich in den letzten Jahren, 10 Jahren, 15 Jahren einiges verändert hat. Ich denke, ganz viele Ängste tun sich auf, Zukunftsängste, Sicherheit, Perspektive, gerade im beruflichen Bereich. Also da ist einiges im Argen und viele, viele Dinge werden auch hier thematisiert und manchmal gibt es auch Wochenenden, wo sie sich wünschen, so zu arbeiten, was ihnen wichtig ist. Und gerade hatten wir das Thema Emotionen, Gefühle, wo es gerade auch um Angst geht. Und ja, dann greife ich das auf und ich denke, es ist wirklich ganz schwierig, heutzutage jung zu sein, überall befristete Arbeitsverträge. Ja, diese Sicherheit, die es vor vielen Jahren gab, gab es nicht mehr. Sie müssen richtig flexibel sein und sich der neuen Situation anpassen. Wie wichtig ist die Unterstützung der ehrenamtlichen Mitarbeiter in der Einrichtung? Ich beginne so, ohne Ehrenamtliche könnte ich hier nahezu überhaupt keine Arbeit machen. Wenn wir 30 Kinder haben bei Ferienspielen und wir fahren gemeinsam in den Zoo oder in den Freizeitpark, wie soll das gehen? Ich brauche ganz viele helfende Hände, die mich begleiten, die mich unterstützen, die für die Kinder da sind. Kinder haben ein hohes Mitteilungsbedürfnis und Aufmerksamkeit, brauchen sie Anerkennung. Und das kann ich ohne Ehrenamtliche überhaupt nicht leisten, gar nicht. Ich bin froh, dass es junge Menschen gibt, die über viele, viele Jahre in dieser Einrichtung so viel Zeit und Geduld und Liebe investieren. Wie gewinnen Sie die Ehrenamtler und in welcher Altersgruppe befinden Sie sich? Ehrenamtlichen, also die meisten Ehrenamtlichen gewinne ich aus der Konfirmandenarbeit, die sind dann so 14 Jahre alt, und aus Jugendfreizeiten. Das heißt, es sind überwiegend ehemalige Teilnehmer von meinen Freizeiten gewesen und entscheiden sich irgendwann, sagen, ich möchte gerne hier bleiben, ich möchte gerne auch ehrenamtlich werden hier in diesem Jugendzentrum. Ab 14, gerne willkommen. Also ich heiße Nicole und ich bin 21 Jahre alt. Ich bin hier seit ich 13 bin, das heißt gut 8 Jahre schon. Ja. Also damals bin ich mit zur Freizeit gefahren mit Inge das erste Mal ganz alleine. Ich war ohne irgendwelche Freunde hier und das hat mich so gepackt und mir so gut gefallen und ich habe direkt Anschluss gefunden, dass ich dann hier geblieben bin. Also ich habe ganz früher auch mit der Schulanfängergruppe angefangen, weil ich war halt auch noch sehr jung, ich war gerade 14 und mehr blieb mir da nicht übrig, weil ich ja auch nicht geschult war. Und dann habe ich so langsam angefangen mit den Grundkursen und mit den Seminaren von Inge, bis ich jetzt heute endlich auch mit zur Freizeit fahren darf als Teamerin. Also wäre ich nicht hier hingekommen, wäre ich heute nicht die, die ich bin. Ich habe hier sehr viel gelernt, auch auf Seminaren Gewaltprävention oder Streiten lernen, auch Teamfähigkeit. Ich kann viel besser offen auf Dinge zugehen, mir fällt es leichter zu reden und ich finde schneller Anschluss, auch zu Hause klappt es besser, weil ich auch lerne, wie ich mit Diskussionen und Streit umgehen soll und kann und ja. Also es bringt mir sehr viel, es bringt für mich was und ich gebe auch gerne was weiter. Werden die Ehrenamtler eingewiesen oder ausgebildet für die Tätigkeit im Jugendzentrum? Vom Kirchenkreis aus werden 2 Grundkurse angeboten. Die sind verpflichtend für alle, wo es um grundlegende Dinge geht, auch um Rechtsfragen, um Aufsichtspflicht und so weiter. Das läuft über den Kirchenkreis und ich biete mindestens 2-mal im Jahr Wochenendseminare an zu unterschiedlichen Themen, Gruppen leiten, lernen, wie auch immer. Um sie zu qualifizieren, angemessen in Situationen reagieren zu können. Oder es dauert ein bisschen. Es sind ja selber noch Jugendliche und die dürfen auch ganz viele Fehler machen und das gehört dazu und das ist in Ordnung. Ja, inwieweit Kinder- und Jugendarbeit relevant ist hier für unsere gesellschaftliche Entwicklung, ob ich es sehr wichtig befinde, wie auch immer. Es geht überall um Kürzungen. Vor Jahren hatte ich eine volle Stelle, eine ganze Stelle hier. Das heißt, das Angebot war natürlich viel breit gefächert an Mädchengruppen und für alle Altersgruppen entsprechende altersspezifische Angebote. Aufgrund der finanziellen Situation, Kirchenaustritte und so weiter und so fort,
wie es auch bei den katholischen Kirchen ist, evangelische, überall ist es so, auch bei der Stadt Mönchengladbach, denke ich, Kürzungen, alles wird wegrationalisiert. Ich habe nur noch eine halbe Stelle und das heißt, ich habe nur noch wenige Kindergruppen von 6, 7 bis 11, 12. Regelmäßig 2 Kindergruppen, neben den ganzen Aktionen in den Ferien und Projekten. Ich finde die Entwicklung recht traurig, weil die Kinder können nicht Stopp schreien, wenn es um Kürzungen geht, wenn Etare und Töpfe einfach leer sind. Ich finde es bedauerlich und traurig, dass immer weniger Gelder zur Verfügung gestellt werden für die Kinder- und Jugendarbeit. Da muss weiter investiert werden, zumal die Schere immer weiter auseinandergeht zwischen Arm und Reich. Es gibt ganz viele Kinder, die sind auch emotional vernachlässigt, verwahrlost. Die brauchen ganz viel und diese Kinder haben keine Chance, glücklich groß zu werden, mit vielen Anregungen, mit Impulsen. Und ich wünsche mir, dass Politiker das auch nicht, sie wissen es, aber dass sie schauen, dass es irgendwann gut sein muss. Wir müssen in die Kinder investieren. Das ist die Zukunft. Es geht darum, dass viele Kinder noch nicht einmal die 30 Euro haben für Ferienspiele, eine ganze Woche tolles Programm. Und ohne die Bezuschussung der kommunalen Mittel geht es gar nicht. Und ich bin ganz froh, dass die Stadt, obwohl Mönchengladbach einer der ärmsten Städte am Niederrhein ist, sie weiterhin investieren. Es wurde vor 2-3 Jahren diskutiert, dass diese Zuschüsse alle wegfallen sollen. Und es ist bis heute nicht der Fall. Und da bin ich ganz froh. Und auch Freizeiten. Und das Land Nordrhein-Westfalen, Landesjugendplanmittel, sind auch noch sehr gut. Und ich hoffe, dass es noch eine ganze Zeit so bleibt.